Was sind Ihre Tipps zu Best Practice im Homeoffice? Da gibt es schon so viele. die kann man überall nachlesen. Ich glaube, für mich so das Wichtigste ist eigentlich, dass man wirklich bei sich selber schaut, was für einen selber am besten passt, was ich vorhin auch angesprochen habe mit diesen Grenzen ziehen, wie wichtig sind mir solche Grenzen und dass ich das auch mit allen, die mit mir zusammenleben, dass ich das wirklich anschaue, damit das möglichst zusammenpasst. Ich fand es sehr interessant, als vor kurzem eine Untersuchung veröffentlicht wurde über das Wohlbefinden von Jugendlichen derzeit. Und ein Ergebnis schien dort zu sein, dass Jugendliche, die alleinerziehende Eltern haben und nicht so gut verdienende Eltern, dass es denen eigentlich besser geht. Und dann sind da Vermutungen angestellt worden, dass das damit was zu tun haben könnte, dass die besser verdienenden tendenziell eben jetzt eher zu Hause arbeiten. Und wenn das dann eben Mutter und Vater ist, dass die dann halt auch beide zu Hause arbeiten und dass das ein Konfliktpotenzial birgt, was sich dann auf die Jugendlichen negativ auswirkt. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber es zeigt einfach, dass das wirklich, glaube ich, wichtige Fragen sind. Und die vielen Tipps, dass wir dann doch ab und zu mal rausgehen sollten, dass wir vielleicht einen Arbeitsweg simulieren sollten, indem wir einmal ums Haus laufen und dann erst zur Arbeit gehen und auch am Ende der Arbeit einmal ums Haus laufen, um den Nachhauseweg zu simulieren, all solche Dinge. Ich glaube, das gibt's viele zum Teil lustige Ideen dazu und ich glaube, von denen sollten wir nutzen und ausprobieren.